Hallo, ihr hört den Podcast von Koschwitz zum Wochenende, einer Sendung, die am Wochenende ausgestrahlt wird. Deswegen heißt sie natürlich auch so bei zwei Radiostationen, aber eben auch als Podcast existiert. Heute mit Olli Kalkofe. Das ist erstens ein alter Freund, zweitens ein guter Beobachter der Fernsehszene. Und es gibt ja ein Phänomen, das sich in letzter Zeit so ein bisschen abspielt, nämlich, also offenbar fällt den Fernsehmachern nicht mehr viel ein, könnte man boshaft denken. Es werden alte Shows wieder recycelt, vielleicht als Jubiläumsshow, wie bei Wetten, dass, bei fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dann gibt es plötzlich wieder TV Total. Früher war es eine Sendung von Stefan Raab. Jetzt macht Herr Puffpaff das Ganze und zwar sehr lustig übrigens. Und auch der Zonk soll wiederkommen. Also das in Anführungsstrichen alte Fernsehen feiert eine Renaissance. Woran liegt das? Die Antworten von Olli Kalkofe. Viel Spaß dabei. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Den Mann kennt man aus Kalkofes Mattscheibe, Schlefatz und. Das alles bei Tele5. Ich telefoniere mit dir, weil ich gerne Folgendes wissen möchte. Man hat jetzt gerade am Wochenende mit fast 14 Millionen Zuschauern Wetten, dass mit Thomas Gottschalk gesehen. Es soll der Zonk wiederkommen. Also die ganzen alten Fernsehformate. Wir haben Bastian Pastewka gesehen bei ProSieben, der auch alte Spiele wieder und Quizshows gemacht hat mit guten Quoten. Fällt den Fernsehmachern heutzutage nichts mehr ein? Oder gibt es diese Sehnsucht nach dem gemütlichen alten Fernsehen? So, ich sag mal, das sind zwei Thesen und beide stimmen. Also das eine ist, im Fernsehen fällt manchmal und sehr lange schon auch nichts Neues mehr ein. Aber das betrifft jetzt gar nicht mal so sehr diese Retro-Shows, sondern ich sage mal, wenn du 700 Folgen einer Scripted Reality hintereinander bekommst, die du schon beim ersten Mal nicht wolltest, oder wenn du ins Fernsehen reinschaust und du merkst, es läuft nichts anderes außer Bares für Rares in 700 verschiedenen Varianten oder ein neues Quiz mit Pilawa, Kai Pflaume oder Kerner oder ähnliches, dann merkst du, ja, es fällt ihnen nicht wirklich was Neues ein. B ist es aber so, dieses Gefühl von dem früheren Fernsehen, was in unserer verklärten Vergangenheit einfach eine gute alte Zeit war, das liegt in uns allen drin, deswegen liebt man ja Retro. Ne? Wenn man zurückdenkt, war niemals alles schlecht, auch wenn nur sehr weniges gut war. Und du hast am Ende das Gefühl, je bekloppter die Gegenwart ist und je bescheuerter und schwieriger die Zeit gerade sich anfühlt, und das ist ja nun spätestens seit der Pandemie so, dass wir wirklich mit so viel Irrsinn zu kämpfen haben, da hat man so ein Gefühl wie, Mensch, früher, da war doch irgendwie alles schöner. Und dann hörst du lieber noch mal die Superhits der 70er und 80er, als dass du sagst, ich versuche das Beste von heute, weil meistens ist das weniger cool als das Schlimmste von damals. Also das heißt, dieses Gefühl von dem, was du schon mal überstanden und schon mal überlebt hast, ist einfach ein beruhigendes und schönes Gefühl. Und wie gesagt, auch wenn nicht alles gut war, es war aber auch nicht alles schlecht, und dieses etwas ruhige, etwas entschleunigte Fernsehen und etwas, was man kennt und was man miterlebt hat und dann aber auch durch eine lange Pause vielleicht nicht jetzt gerade in sich drin, dass man denkt, oh, ich kann es nicht mehr sehen, sondern stattdessen sagt, oh, wie schön, dich mal wieder zu sehen. Wie mit Verwandten, die man zum Teil, weißt du, da denkst du, die habe ich, hoffentlich kommen sie dieses Wochenende nicht wieder. Und dann, nachdem du 2 Jahre Lockdown hattest, sagst du, Mensch, wie toll, dass ihr mal wieder da seid. Und so ist das auch mit solchen Sendungen. Also da schlagen auch immer zwei Herzen in meiner Brust. Es ist genauso toll, wie es auch furchtbar war. Man freut sich und man feiert genau die gleichen Momente, über die man auch ablästert und sagt, ah nein, das ist ja immer noch wie damals. Aber das ist genauso die Schwäche wie auch die Stärke. Wir brauchen beides. Wir brauchen Innovation und wir brauchen aber auch eine Rückbesinnung, die wir uns erlauben dürfen und in die wir uns fallen lassen dürfen. Also ich stimme dir voll zu, was die vor allen Dingen Älteren, also bis in meinen Jahrgang hinein angeht. Aber es hat ja auch bei Wetten, dass beispielsweise bei 14-49-Jährigen, ich glaube, 4 Millionen gegeben, die das von A bis Z durchgeguckt haben. Was ist mit den Jungen los, die das gucken? Also einmal ist ja auch die Zeit, auch die Spanne von 14 bis 49, also da ist ja auch 40 bis 49 sind ja nicht mehr wirklich die Jungen, also gut, fürs ZDF sind sie sehr jung, aber ansonsten für die meisten nicht. Das heißt, das ist ja schon mal eine große, große Spanne, und ich glaube, das sind sowohl, also auch die 40-Jährigen haben das ja noch in ihrer Jugend miterlebt und haben das ja auch ganz genauso als Kind und als Jugendlicher gehabt. Für Olli, ich unterbreche dich ungern. Ja, ich meine ja. 14 bis 49, die waren da ja dabei. Genau, und die 14-Jährigen, also die früheren, die sagen sich entweder, jetzt will ich aber mal sehen, was meine Eltern damals geguckt haben, was war denn da das Besondere, was war denn da das Tolle?
so ein bisschen Neugier. Ich habe zum Beispiel auch an dem Abend das auf Twitter verfolgt und das war wahnsinnig spannend zu sehen, was da abging, weil Twitter und Wetten, dass, das gab es nicht so in dieser Kombi damals. Hm. Das ist jetzt neu. Und da, ich habe selten so eine aktive Gemeinschaft erlebt, die so gespalten war, wo du alle Meinungen hattest von, oh, cringe, das ist alte Leute Fernseher, das kann ja wohl nicht sein, sowas kann man heute nicht machen, wie zu, oh, wunderbar, herrlich, das ist genau so, endlich ist mal wieder einer, der das macht wie früher. Und also alle Mischungen, alle Varianten waren dabei. Und es gibt nur wenige Sendungen, die das einfach noch können oder auch die diesen Nimbus haben, dass da einfach alle zuschauen. Und das ist eben, gehört eben so zu Wetten, dass. Aber auch das muss man dann aushalten, ja. Also auch da muss dann ein Sender oder wie auch immer sagen, okay, wir entscheiden uns für was wir machen. Bleiben wir im Retro-Feeling oder versuchen wir das zu modernisieren? Das sind immer ganz andere Unterschiede. Und das Wetten, dass irgendwann so traurig von uns gegangen ist, das lag ja einmal daran, dass Thomas Gottschalk gesagt hat, ich mache es nicht, aber dass das ZDF auch nicht in der Lage war, es dann wirklich zu modernisieren und sich auf eine Zielgruppe festzulegen. Denn dieses Fernsehen, das einfach alle Generationen vor dem Fernseher verbindet und über 3 oder mehr Stunden gemeinsam unterhält, das wird es in dieser Form nicht mehr regelmäßig geben, einfach weil wir jetzt viel zu viel Auswahl haben und keiner mehr mitgucken muss, der nicht möchte. Das war halt früher anders. Da hat man geguckt, was auf den Tisch kam und da hat man sich versammelt und da hat man versucht, für jeden was reinzutun. Das ist das, was der Grundgedanke ist. Also Wetten, dass funktioniert als so eine Retro-Sendung, die man sich ab und zu mal erlaubt, wenn man sie genauso lässt, eben auch ganz wunderbar. Genauso wie sie auch nicht funktioniert, aber dann kann man das genauso machen. Man darf nur nicht deswegen jetzt glauben, Innovation wird ja überschätzt. Wir machen lieber alles wieder so wie früher. Nee, man darf den Song mal wieder rauskramen. Man darf irgendwie sich mal wieder darüber freuen, dass man sich daran erinnert. Ach, guck mal, so war das damals. Und gleichzeitig sollte man immer überlegen, wie kann ich die Leute auch noch überraschen und denen wieder was Neues bieten. Aber Platz ist für beides da. Und so ein bisschen Retro-Feeling finde ich absolut in Ordnung. Und das darf man sich erlauben. Sagt ein Mann, der das Fernsehen jeden Tag betrachtet, aus beruflichen Gründen und die Abgründe uns zeigt in der Kalkofes Mattscheibe. Olli Kalkofe, ich danke dir sehr für das Gespräch heute Morgen. Dankeschön, tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.